Weiter geht's mit Special League und wir schauen mal weiter. Ich weiß nicht, wie lange geht das? 11 Tage. Also grobe 2 Wochen geht. Echt, so lange geht Special League? Kam mir gar nicht so lange vor immer. Wir bleiben erstmal mit diesen 3 Picks, wenn Oliver kommt, habe ich immer gut gefahren. Wird sich jetzt ändern, weil ich es jetzt gejinxt habe. Aber wir schauen mal. Und danach 2 DDs oder sowas in die Richtung. Aber nun gut, da sage ich ja, Tessarion kommt immer. Immer dasselbe. Und Josephine kommt. Ja, das ist auch gut wegen der Gil. Ich könnte Wusa picken und Praha bannen. Das wäre auf jeden Fall eine Option, aber ich bin halt zu slow wahrscheinlich. Und ich habe absolut nichts. Ich pick so und so. Ich habe leider absolut nichts gegen Tessarion irgendwie. Ey. Das nervt mich so ein bisschen. Mal Lucky Lucky machen. Ja, Anavel gebannt. Kommt selten, glaube ich, vor, oder? Anavel gebannt kommt, glaube ich, relativ selten vor. Aber ich bin mal gespannt. Der hat ja keinen Strip. Also, er kommt durch Wusa erstmal eh nicht durch. Erst. Ja, okay, dass er schneller ist als Josie, ist, denke ich, eher das Ding. Dass er schneller ist als Josie, ist ein bisschen das Ding. Er kann ihn jetzt provoken, den Wusa. Nee, er geht auf ihn zuerst. Okay, jetzt geht er auf Raccooni. Ist er relativ. Ist er generell schneller? Ist ja klar. Aber er hat halt auch keinen Strip. Wenn er nicht trifft, einfach nochmal probieren. Trifft trotzdem nicht. Gut. Versuchen mal. Gut, kein Stun gelandet. So, ist die Wille oben, wenn wir dich loben. Jetzt können wir ruhig stunnen, meinetwegen. Gut, dann ist die Passive immerhin draußen. Das ist fein. Okay. Wir schauen mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht so genau, muss ich sagen. Gut, dass er auf den geht, ist ja abzusehen. Aber ich glaube, Raccooni kann da schon gut heilen, gegenheilen. So. Ich denke schon. Kommt drauf an, wie viele Züge er zieht. Er ist ja auch auf Vamp. Also geht schon. Denke ich. Das machen wir jetzt. Das ist fein. Kriegen wir sie so weg? Nein, aber so. Gut. Sie ist schon mal dead. Das ist schon mal ganz nett. So, das nächste Problem wird, denke ich mal, nicht unbedingt Oliver sein, sondern am Ende der Feng und der Tessarion. Vor allem, wenn Tessarion jede Runde prockt. Aber das kennt man, das Spielchen. So, machen wir einen guten Stun. Sehr schöner Stun. Optimaler Stun. Der beste Stun meines Lebens, Mann. Ich versuche mal einen Deathbreak. Auf ihn. Okay, der Raccoon hier hat aber auch Bock. Muss man halt auch sagen. Okay, Deathbreak ist da. Kriegen wir uns lieb? Schade. Sie, die wird gleich was resetten und das wird Molong sein. Deswegen, ich war am überlegen, das dem Wusa oder so oder die Giyu zu geben, um ihn dann Karma wieder drauf zu setzen. Er wird jetzt resetten. Oder? Ja, ja. Aber widerstanden. Hey, Rest liegt, hat gekickt und der Deathbreak auf Molong ist gerade auch belastend. Ja, yep, okay. Okay. Wenn er jetzt crittet, ist er RIP. Wahrscheinlich. Oder prockt. Aber der prockt sowieso. Ne, er prockt nicht. Widerstand. Mhm. Okay, prockst du? Das wäre nice. Nice. Wenn ich das mache, müsste der zweite ready sein. Nein, ist er nicht. Shit. Das, reicht das? Oh, der Proc war awesome. Danke, Wusa. Danke, Wusa. Der Proc war einfach mein Lebensretter, ey. Ich brauche noch einen Strip auf alle Fälle. Das wird einmal Pra sein oder nicht Pra. Ah, ich bin mir mit dem Strip gerade nicht sicher, aber ich schätze, ich gehe auf Praha. Und noch ein Strip, aber ich weiß noch nicht was. Nana. Oh, vielleicht Chongpong. Vielleicht Chongpong. Okay, nee. Planänderung. Wir bannen den Wusa wahrscheinlich. Ja, wir bannen den Wusa sehr wahrscheinlich. Ja, wir bannen den. Und mal schauen. Mal schauen.
Er bannt die Giyu. Okay. Nehmen wir Rest? Ja, natürlich nehmen wir Rest. Okay. Der komische Lappen von Miles da. Let's go. So. Da passiert erstmal noch nichts. Ich werde cutted, aber das ist ja fein. Okay, ich habe Debuffs, ja. Okay, die Buffs von ihr habe ich ja. Okay, das war kein Schaden, das ist schon mal schön. Krieg mal Lucky Sleep. Schau. Der ist auf Nemesis? Krass. Oh. Okay, wir müssen heilen. Ich muss den Dominik einmal. Oh, shit. Genau den wichtigen nicht getroffen. Der muss nur procken und einer ist dead. Okay, er prockt aber nicht. Das ist gut. Dafür prock ich. Das ist auch gut. Wir gehen auch erstmal auf ihn. Und vor allem, wenn die anderen da jetzt sowieso alle schlieben. Ne, logische Sache. Nehmen wir uns dann. Nice. Und prock. Und er gibt auf. Was ist denn da los? Pick ich so gut, Alter? Bin ich jetzt ein Five-Head-Mover geworden? Ah, bezweifle ich noch. Ich glaube, das ist eher ein bisschen Luck und so ein Kram gerade am Start. Oder das Problem ist, ich fokussiere mich zu sehr auf meine LDs. Ohne LDs läuft das Spiel halt eigentlich wesentlich besser. Was für scheiß LD-Netpipes, Alter. Braucht kein Schwein, Mann. Ich brauche nur die Classic-Meta-Monster. Das ist alles, was ich brauche. Sind viel besser. LD-Netpipes. Braucht kein Lutscher, ey. Chongpong Moor. Ja, jetzt hätte ich gerne die hier gerne mal getestet, aber die habe ich vergessen zu ruhen. Ah, belastend. Naja. Er ist immer noch auf 130, das ist fein. Sehr windlastig geht der Dude jetzt wieder rein. Also zwei. Fehlen noch zwei Picks. Aber ja. Okay. Er hier vielleicht und Morban. Auch eine Option. Sekhmet. Also auf jeden Fall nehmen wir ihn. Und wir nehmen... ich schätze, es wird auf sowas wie Juno auslaufen. Jetzt kommt wahrscheinlich noch mal so ein Wassermonster. Aber da denke ich, das ist okay. Den kann ich bannen. Mit dem Rest... Ich bin so Daphnis wieder. Ich glaube, das ist mir egal. Ich glaube, ich gehe auf seinem Bann. Die Frage ist, wie stark die Rest kickt. Ich glaube, ich habe bis auf Josephine... Warte, lass mich gucken. Ja, und Juno sind alle restlastig. Deswegen, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay, let's see. Okay. Der wird aber wahrscheinlich auf... Der ist diesmal nicht auf Nemesis. Okay, hätte ich mit gerechnet. Okay. Ja, ich habe einen Glanzring. Cool, vielleicht kriegen wir die wenigstens gequalt dann da. Ein Chongpong, na immerhin. So, einer ist dead. Das ist er, weil der hat ja schon Deathback drauf. Ja. Nee, wir gehen auf den Deathbreak, nicht auf den Clans. Ah, kein Deathbreak. Okay, dann... Ja, okay, dann Clans mal. Ich möchte jetzt gerne weghaben. Okay, das ist okay. Ja, okay. Wir strippen das lieber. Vielleicht kriegen wir noch einen coolen Qualstern dann irgendwo hin. Ja, sehr schön. Okay, uncool. Ja, genau aus diesem Grund. Dottet der? Der dottet, oder? Der Daphnis müsste dotten. Der dottet. Okay, schade, kein Stun. Aber das ist okay. Kriegen wir Lucky Sleep hier nochmal? Ja, kriegen wir hier ein Lucky Sleep? Schade. Kriegen wir hier... Nein, kriegen wir nicht. Okay. Okay. Okay, guter Stun. Der Stun war gut. Die resettet. Ja. Yep. Aber das ist okay. Das ist normal. Kriegen wir einen Sleep? Schade. Okay. Kriegen wir den Dead. Ja, okay. So, jetzt müssen wir auf sie hier gehen. Das ist jetzt wichtig. Ja, weil sie hätte weggemusst, weil sie, denke ich, mit dem Schaden und dem richtigen Timing hätte sie sehr wahrscheinlich problematisch zu Juno werden können. Und die Juno hätte aber den Beißen da, diesen Slayer, den, wie heißt der? Ich weiß nicht, wie der heißt. Der eine, der Windtyp da. Den hätte sie auf jeden Fall gesolot. Deswegen.
Ja, also sehr wahrscheinlich. Außer er hätte hart gekrittet die ganze Zeit auf Death Breaks, dies, das, Attack Bar, Reduce, das. Dann wäre sehr die Sache anders aus. Aber so, ja. Gut, ich bin durch. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.